So, ich möchte noch ein bisschen was zeigen zum Thema Farbverläufe, was da möglich ist. Und zwar ist das also durchaus hilfreich, nicht nur um einen räumlichen Eindruck zu erwecken, sondern man kann es auch noch für viel mehr verwenden. Und dazu habe ich mir zwei Zeichnungen rausgesucht, die ich schon vor einiger Zeit erstellt habe. Und zwar einmal eine Spritze und hier einen Bunsenbrenner. Und anhand von denen möchte ich eben zeigen, für was ich da Farbverläufe verwendet habe. Ja, also Farbverläufe habe ich zum Beispiel hier verwendet. Das Ganze ist gruppiert, muss man dazu sagen, sodass ich, um die einzelnen Farbverläufe zu zeigen, also jeweils immer in die Objekte reingehen muss. Ich kann das ja auch auseinandernehmen, dann komme ich da besser dran. So, und diese Stopfen hier zum Beispiel besteht aus verschiedenen Objekten. Unter anderem habe ich hier einen unteren Bereich und einen oberen Bereich. Und in beiden Fällen habe ich hier tatsächlich Objekte miteinander kombiniert. Und zwar habe ich zum einen hier ein abgerundetes Rechteck verwendet, indem man erkennen kann, dass ich hier einen Farbverlauf habe von durchsichtig hell zu teilweise transparent, so ein bisschen dunkler. Wenn man das gerade hier mal anguckt, kann man den Farbverlauf betrachten. Lässt sich gar nicht so viel sehen, weil ich eben hier von weiß da auf ganz relativ durchsichtig, auf dunkel auch noch ziemlich durchsichtig habe. Das lässt sich also eigentlich nur erkennen, wenn es tatsächlich irgendwo drüber liegt. Und mit diesem Farbverlauf erzeuge ich eine gewisse Rundung, die halt hier über dieses Objekt hinweg geht, ne? Also das ist hinten dran, von der Seite wird es beleuchtet. Gleichzeitig habe ich aber hier nochmal einen Farbverlauf, auch mit drin. Wir gucken ihn uns mal an. Und der sieht relativ einfach aus. Das ist einfach von dunkelgelb zu hellgelb, aber er wird wiederholt und zwar alternierend, sodass ich also hier einen, so einen Effekt habe, als ob das irgendwie gerippt wäre. Und durch die Kombination von diesen zwei Farbverläufen habe ich dann eben hier einen Rundungseffekt. Ich kann auch die gleiche Rundung durch den gleichen Farbverlauf irgendwie erzeugen und da eben unterschiedliches Aussehen erzeugen. So, so Farbverläufe habe ich noch an anderen Stellen eingebaut, wie zum Beispiel hier bei dieser Spritze. Hier habe ich, glaube ich, auch mehrere Objekte kombiniert. Und zwar hier Teile und hier etwas. Und die habe ich im Prinzip etwas unterschiedlich eingefärbt. Also die jeweils gleichartig und das hier ein bisschen heller, sodass ich eben auch einen tiefen Effekt habe, beziehungsweise das hier ein bisschen dunkler, sodass man eben das Gefühl hat, wenn ich gerade mal das rückgängig wieder mache, dass also hier die etwas weiter hervorstehen und deshalb so ein bisschen heller sind, während das hier hinten dran dann eben ein bisschen dunkler erscheint, weil es auch noch tiefer ist. So, dann gucken wir uns das Teil hier mal an. Man glaubt es nicht, aber das ist tatsächlich, also hier dieser Spritzenteil des Stempels, ist tatsächlich auch ein Farbverlauf. Ich meine, hier unten erkennt man es ja, das ist klar, das ist ein einfacher linearer Farbverlauf mit mehreren Zwischenstufen. Ich habe also hier Zwischenstufen eingefügt, sodass ich also am Ende es sozusagen noch steiler nach hinten dunkler habe. Wir können mal gerade gucken. Hier sind also hier den Farbverlauf. Aber auch dieses hier ist tatsächlich ein Farbverlauf. Das Wesentliche ist, dass ich hier die Zwischenwerte sehr eng teilweise beieinander gesetzt habe. Und man sieht ja hier diese
auf den Kopf oder auf der Seite stehenden Vierecke. Das sind ja jeweils die Positionen der Zwischenwerte. Und dadurch, dass die hier relativ eng beieinander sind, habe ich hier die Übergänge sehr konzentriert auf eine Stelle. Wenn ich das Ganze auseinanderziehen würde, dann fällt das gar nicht mehr so stark auf. Wichtig ist, dass da, wo ich eben diesen harten Übergang habe, dass ich da auch eine sehr deutliche Farbänderung habe, damit ich da eben dann den Unterschied ganz klar machen kann. Ja, also das ist ein bisschen mittelhell und da wird es dann relativ dunkel. Das sieht man hier an der Stelle. Ja. Da kommt also direkt schwarz nach einem Grau. Und hier zwischendurch ist es zwischendurch sehr hell, damit ich eben andeute, da ist es also von der Seite recht hell angeleuchtet und danach hinten dran, das ist ja im Schatten und deshalb ein bisschen dunkler. Und da wird es wieder heller, weil dann kommt dann sozusagen etwas Licht wieder um die Ecke. Also es ist erstaunlich, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber man kann hier also auch mittels Farbverläufe da eben einen solchen Eindruck erzeugen. Ließe sich natürlich auch mit einzelnen Linien machen, aber ich finde das gar keine schlechte Idee. So, ein weiteres Bild ist hier mein Bunsenbrenner. Da habe ich auch an zahlreichen Stellen Farbverläufe angewendet. Die möchte ich gerade nochmal verdeutlichen. Also ich denke, hier ist es klar. Hier habe ich also Rechtecke, in denen ich also da zwischendurch mit hellere Bereiche eingefügt habe. Wobei ich da eben öfters auch mal das Ganze kombiniere. Ich muss ja gerade wieder mal gucken. Also hier habe ich wieder eine Fläche unten drunter und oben drüber einen Farbverlauf gelegt, der auf der einen Seite ein bisschen heller ist. Hat gewisse Vorteile, man muss es mal ein bisschen ausprobieren, wie es klappt. Vor allem, wenn ich den Farbverlauf nicht so sehr irgendwie beeinflussen lassen will von der Form, ist das ganz gut. Hier habe ich wieder den gleichen Farbverlauf drüberliegend. Hier habe ich auch einen wieder drüberliegend, nur habe ich in diesem Fall dann schräg angeordnet, dass eben die Schräge hier ganz gut rauskommt. So, und auch an der Stelle habe ich lauter Farbverläufe verwendet. Hier ist es wieder, denke ich, klar. Da liegt es wieder drüber, über meine Fläche. Im Grunde genommen sieht man hier auch ganz gut, für was ich diese drüberliegenden Flächen brauche. Ich habe nämlich hier ein Objekt, ein zusammengesetztes Objekt, das ich zum Beispiel durch CSG-Befehle zusammensetzen kann. Und damit ich die Struktur dieses Gegenstandes rausbekomme, verwende ich Farbverläufe, die ich in Rechtecken dann da drüber lege, möglichst passend mit Rundungen und so weiter. Also hier ist das drüber gelegt, damit das hier rund aussieht. Hier habe ich Farbverlauf, hier habe ich einen Farbverlauf, der die Rundung anzeigt. Hier zum Beispiel habe ich auch einen Farbverlauf. Das ist aber in diesem Fall, Moment, ich mal anzeigen lassen, ein solcher Farbverlauf. Also das ist wie eine Bézier-Kurve. Das musste ich eben ändern. Da kann ich nicht einfach ein Rechteck nehmen oder einen Kreis, sondern da habe ich es also ein bisschen an die Form angepasst. Hier unten, wenn man gerade nochmal dahin geht, da ist dann wieder ein relativ einfacher linearer Farbverlauf, um die Rundung des Fußes quasi anzugehen. Aber es gibt also noch mehr. Auch hier habe ich einen Farbverlauf. Und da ist jetzt wieder eine direkte Wiederholung. Wenn wir ein bisschen größer darstellen. Man sieht hier den Übergang zwischen dunkel und hell. Und indem ich das hier also direkt wiederholen lasse, habe ich hier sowas wie Vertiefung andauernd. Man kann es vielleicht kritisieren, vielleicht geht es auch besser. Aber das ist eine Möglichkeit, wie ich relativ schnell hier dieses Muster mit reinbringe und ich, indem ich das hier dann halt anpasse, kann ich da verschiedenes Aussehen erzeugen. Alternative ist ja natürlich immer, dass ich die alternierende Wiederholung einbaue. Das sieht dann halt ein bisschen anders aus. Muss man ausprobieren, wie es besser aussieht. Hier habe ich auch wieder einen Farbverlauf drüber gelegt,
Beziehungsweise in diesem Fall ist das, glaube ich, ne? Moment. Das ganze Rechteck, was einen Farbverlauf hat, auch das ist ein Farbverlauf. Ich habe eine Farbe drüber gelegt, um das Ganze eben so eine Kupferfarbe zu geben. Aber unten drunter habe ich wieder einen Farbverlauf, und zwar einen der... wo haben wir es denn? Na, Moment. Moment. Ich habe noch einmal einen Farbverlauf, der mir das Ganze oben ein bisschen heller macht. Und hier unten habe ich noch einen Farbverlauf, bei dem ich die direkte Wiederholung habe, sodass ich eben diese Linien quasi habe. Da muss man ganz vorsichtig sein. Wenn man das macht, muss man möglichst stark vergrößern, damit man eben so ein bisschen eine Schräge reinbekommt wie ein Gewinde. Kriege ich jetzt gerade nicht mehr hin, dann muss ich noch mehr vergrößern. Ja, so ganz so eine Schräge. Dann habe ich also auf ganz einfache Art und Weise ein Gewinde erzeugt, ohne dass ich viele Linien machen muss, sondern einfach nur durch Farbverläufe. Und das geht so weiter. Da habe ich hier die Helligkeit und hier wieder diese direkte Wiederholung. Hier habe ich jetzt mal keinen Farbverlauf verwendet, also nur unten drunter. Ich habe also einen Helligkeitsfarbverlauf hier eingebracht, wo ich also quasi nur die Fläche ein bisschen aufhellen will. Könnte man durchaus auch mit dem Hintergrund machen. Der Vorteil ist, ich kann überall die gleiche Farben dann verwenden und tue mit Hilfe dieser Aufhellung dann an einigen Stellen also dafür sorgen, dass es dann heller ist. Und in diesem Fall diese Linien, die sind einfach so drauf gesetzt. Ich habe das, glaube ich, auch probiert, ob ich das mit Farbverläufen ähnlich hier so hinbekomme, aber hat mir nicht so gut gefallen und deshalb habe ich da einfach dann Linien genommen. Ja, also diese zwei Zeichnungen, die übrigens bei Open Clip Art verfügbar sind, unter meinem Namen kann man die finden, zeigen also sehr schön, welche Möglichkeiten man mit Hilfe von Farbverläufen hat. Man kann sehr schön räumlichen Eindruck gewinnen. Ach, übrigens, hier sehe ich gerade, habe ich auch nochmal Farbverläufe, Wiederholung direkt. Ne? Und das gleiche unten drunter auch nochmal. Das ist aber kopiert. Ja, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, eben mit Hilfe von Farbverläufen das Ganze zu verschönern und dem Ganzen einen bisschen realistischen Eindruck zu geben, als wenn es nur ganz flach dastehen würde. Wobei man warnen muss, manchmal ist es nicht unbedingt sinnvoll, einen räumlichen Eindruck reinzubekommen. Aber wenn, dann muss man natürlich ein bisschen darauf achten, dass das auch schon realistisch ist.